wirklich Pokémon-Trainer, Fragezeichen. Deine Performance war hier wirklich auch ein Fragezeichen. Och komm, nerv nicht. Okay, Guys, neue Folge. Wir müssen hier nach unten. Ich glaube, wir können hier noch was catchen. Wenn wir hier in den nächsten, genau hier, Lupist Z, können wir was catchen. Ich weiß nicht, was es hier gibt. Ich würde einfach mal so ganz entspannt hier durchgehen. Ne? Okay, was kriegen wir? Toxa, gefällt mir. Easy game. Alles klar, let's go. Okay, hier gibt es noch irgendwas. Ein Dive Ball. Die bringen mir halt nicht viel. Hier müssen wir, glaube ich, hin an diese Insel. Aber eventuell können wir dann noch was holen irgendwo. Ja, da sehe ich doch schon was. Der M oder so wäre auch sehr wichtig. Team Return. Hier gibt es nichts zufällig. Ah, hier sind meine Leute. Guck mal. Da müssen wir also hin. Okay, also müssen wir sowieso zu denen, ne? So, guten Morgen. Told Ivo about the information prior has dropped. It seems like it's looking for like kind of lab. Okay, also hier ist diese Sierra Lab. Da müssen wir rein. Gibt es hier irgendwie Cupist C? Ja, okay, das ist immer noch dieses Cupist C. Das heißt, da haben wir keine Chance. Okay. This is weird. This place is at least 10 years old and yet there seems... Okay, also wir sind hier auf jeden Fall in so einer Art alten Fabrik, altem Labor. Und Team Sierra hat es irgendwie wahrscheinlich neu oder so gemacht. First Floor, was ist hier? Aha, okay, wir sind First Floor. Ich dachte eher, das geht nach unten. Gehen wir mal Second Floor. Hey Asher, are you there? Can hear you clearly. Can coordinate your listen. Apparently everything is working from backup generator. The lab is full of eclipsed Pokemon. Abandoned Labor. Okay, also wir sind hier im Abandoned Labor. Oh. Pikachu. Okay, Eclipse Pikachu. I guess wir nehmen's. Ich weiß nicht, was es für Attacken hat, deswegen werfe ich mal einen Ultraball hier. Ich weiß auch nicht, was es für Attacken hat, aber ich glaube, es ist gut gegen Gras. Deswegen können wir aber mal Giga Drain. Ja. Slammed. Leftovers hat es. Oh, das heißt, wenn wir es catchen, kriegen wir Leftovers. Sleep Powder Miss. Sleep Powder kein Miss, sehr gut. 2 hours later. Kann man die überhaupt catchen? Weil sonst ist es mir eigentlich jetzt langsam relativ egal. Ich habe hier 20 Bälle geworfen. Und es tickt immer nicht einmal. Ja, komm, scheiß drauf. Also ich habe jetzt gerade locker 30 Bälle verworfen. Inklusive Timer Balls, Ultra Bälle, alles. Ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt kurz healen. Oh my god, who the hell can? Okay, also hier sind überall Delta-Pokémon, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier Full Restore. Ich glaube, die sind da an diesen komischen Flecken hier. Sollten wir am besten nicht drauf treten. Ja, hier ist der Elevator. Okay. Es geht
direkt hier ab. Okay, hier ist noch eins. Soul Rock, aber ich glaube, wir können die halt nicht catchen, beziehungsweise wir können die sowieso nicht catchen. This must be it. Let's turn the power back on. We need to an egg card to access. Okay, wir brauchen so eine komische Karte. Wahrscheinlich irgendein Ausweis. Golem. Ja, fliehen. Wir können hier eh nichts catchen, also nicht mehr. Wir haben ja jetzt Pikachu gehabt als First Encounter. Hier ist der Dinger. Wir waren gerade im dritten Floor. Gehen wir jetzt an den vierten. Einfach mal Ausschau halten, ob es hier irgendwas gibt. Super effective. Er hat auch Leftovers. Wenn wir hier Thief hätten, dann könnten wir hier wirklich crazy... Könnten wir wirklich crazy farmen, irgendwie Leftovers farmen. Weil jeden meiner Mons würde Leftovers gut tun. Code Yellow required. Need to find a computer. Code Green, Location. Okay, ich habe Code Green gelernt. Das heißt, hier irgendwo müssten wir andere PCs finden. Hier ist ein Computer. Code Red gelernt, okay. Was ist das hier? Code Blue required. Okay. Code Blue haben wir leider noch nicht. Gucken wir nochmal below first floor. Hier war das, ne? Gucken wir mal in fifth floor. Da brauchen wir das, okay. Hier eventuell. Red Code, ja. Eclipse Shard. Hier nochmal irgendwo ein Laptop? Ja. Oh. Warlord. Code Blue. Okay, wir haben so eine EC-Karte. Code Yellow nehmen wir mit. Hey, found this gem. Komm. Gives me chills. Hey, you again. Den haben wir nämlich immer gesehen. In diesen Ruinen und so weiter. Und hier können wir ihn auf jeden Fall relativ gut... Also wir müssen ihn hier battlen und deswegen können hier relativ gut unser Team picken. Komm, das Maul. Reicht jetzt auch wieder. Komm, battle mich. Er hat schon gesehen, er hat Sceptile, aber es ist eigentlich alles entspannt. So, Staraptor, wir haben Rocky. Staraptor hat Body Slam, Aerial Ace, Double Team. Wir können jetzt einfach mal Stealth Blocks legen. Ja doch, wobei Sandstorm wäre vielleicht nicht ganz so verkehrt. So, der Kollege hat Earthquake. Das Ding ist, dass er jetzt kein Sturdy hat wegen unseren Stealth Rocks. Das ist schon mal gut. Wir können jetzt hier Brick breaken. Vierfach Schwäche werden wir auf jeden Fall killen. Und wie gesagt, er ist nicht Full Life, deswegen kriegt er auch kein Sturdy rein. Ich glaube, Crit hätte nicht gejuckt, aber ist fein für uns. So, was kommt raus? Staraptor kommt wieder raus, kriegt jetzt hier Damage von den Steinen. Hätte eher gedacht, dass Sceptile rauskommt, ehrlich gesagt. Wir haben kein Protect, ne? Dann machen wir es jetzt ganz einfach. Und zwar switchen wir... Ja, einfach auf Rocky. Ich hätte auch auf Ferrothorn wechseln können, aber ich glaube, hier ist besser. Full Resource auch fein, das ist komplett egal. Wir können einfach wieder Rock sliden. Ich meine, wir haben jetzt Stealth Rock Sandstorm oben. Not very effective. A Life Orb, okay. Interessant. Machen wir jetzt einen Sandstorm, damit er auf jeden Fall nach der Runde stirbt.
Ja. Auch durch Rückstoß jetzt. Schreibe ich mir auch auf Life Orb. Wir haben hier auch Iron Defense drauf. Das heißt, wir können hier, wenn er Sword Stance, er hat Waterfall anstatt Aqua Dead. Okay. Ich weiß halt nicht, ob die, seitdem ich diese YouTube-Videos geguckt habe, ob die da vielleicht nochmal etwas verändert haben. Wir machen jetzt einfach Leech Seed. Megahorn, okay. Er hat Megahorn, Waterfall und Eisfang in dem Fall. So, jetzt können wir auch nochmal protecten. Einfach, dass sein Leech Seed dann nochmal Leech Seed Damage bekommt. Megahorned again. Ich glaube, wir gehen einfach mal auf den Metal Claw. Ne, wir gehen auf Iron Defense. Ja. So, das Ding ist, sein Sceptile hat... Ich weiß, dass sein Sceptile Substitute und Energieball hat. Mehr weiß ich halt nicht. Deswegen, ich habe extra Phoenix dabei. Hier haben wir aber auch Toxic, aber wir können ihn halt nicht killen, sobald er Substitute hochzieht. Deswegen gehen wir auf Phoenix. Energieball. Fein. Gehen auf Aerial Ace, wenn er jetzt substitutet, dann sei es drum. Er hat einen Rocky Helmet. Okay, Knockoff killt uns nicht mal. Er kriegt einen Burn. Das Gute ist, dass er... Wir könnten uns jetzt killen, wenn wir... Oder killen wir uns jetzt an seinem Rocky Helmet? Eigentlich nicht, ne? Okay, er macht einen Full Restore. Nicht ideal, ja. Wir switchen. Intimidaten den Kollegen. Knockoff ist fein, weil wir haben kein Item hier drauf. Für Acrobatics. Er ist schneller, hat Energieball. Und das juckt uns jetzt nicht großartig. Normalerweise sollten wir ihn jetzt hier killen. Rocky Helmet sollte uns nicht killen. Jawohl. Easy. Easy. Easy den Kollegen rasiert. Ach, Bro. Come on. Wirklich, Pokémon-Trainer, Fragezeichen. Deine Performance war hier wirklich auch ein Fragezeichen. Wirklich fragwürdig, was du hier ablieferst. Clearly aren't with Sierra. Nee, sind wir nicht, Bro. Okay, Armor Battle Center. Also sind wir jetzt hier in der letzten Runde angekommen. Okay, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es Richtung achte Runde des Tournaments geht. Das geht auf die Finalstrecke, es geht zum Endsport zu. Wir sehen uns nächste Folge. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.